Achtung und bitte! Willkommen bei Lüthi und Blanc, der erste Schweizer Soap-Opera. Ab morgen im Schweizer Fernsehen. Lüthi und Blanc ist eine Geschichte, die eigentlich wie alle Geschichten eine Familiengeschichte, eine Geschichte über Menschen, eine Geschichte über unseren Alltag, eine Geschichte natürlich auch über die Schweiz, aber eben in einer sehr persönlichen Art. Im Großen und Ganzen geht es um eine Schokofabrik, aber vor allem um die Menschen drumherum. In der Soap sind die Leute da zuhause und bei denen herrscht etwa die dicke Luft. Wenn mich jemand von euch jetzt im Verdacht hat, ich gehe wegen diesen Geschenken an mich zum Grossvater, dann gehe ich jetzt auf der Stelle, raus auf die Straße und schenke die Uhr irgendeinem armen Siech, was wirklich nötig hat. Thomas, mach keine Sache, sondern nur ist 20.000 Stutz wert. Ja? Ich mach das. Das machst du nicht! Thomas! Da verschrecken dir, hä? Das wäre wirklich schlimm. Wie ist es für dich? Also dicke Luft darstellen. Schön, oder? Ja, es macht Spass. Ja. Also, es ist besser als irgendwie leere Szenen spielen, wo man dann irgendwie nur rumsitzt und gar nichts zu tun hat. Meine Filmmutter ist eine gutherzige Person. Wir haben eigentlich recht gutes Verhältnis. Außer wenn sie irgendwie gestresst ist durch ihre Arbeit. Sie ist eine emanzipierte Geschäftsfrau, die sehr direkt und ehrlich ist. Es geht im Shampoo schlecht. Ah ja? Und warum ist denn niemand bei ihm? Wenn er so leid tut, warum bist du nicht bei ihm? Thomas Lüthi ist ein sanfter Rebell, würde ich sagen. Er wird auf gar keinen Fall das Leben führen, das seine Eltern führen. Er hat aber, also ich meine, wir haben nicht so grosse Konflikte, dass es unerträglich ist. Wir ab und zu Streit und sehen einfach die Sachen nicht gleich. Aber im Grunde genommen ist er ein herzensguter Mensch. Dass oder Benjamin Futter in seiner Rolle überzeugt, erstaunt nicht. Immerhin ist er der Enkel von Anne-Marie Blanc und hat ihr Talent offensichtlich geerbt. Trotzdem, ein paar Tipps von einer erfahrenen Großmutter können nicht schaden. Teenager reagieren in der Regel ja sehr empfindlich, wenn man ihr persönliches Reich eindringt. Ich mache es jetzt trotzdem. Jetzt gehen wir nämlich ins Zimmer von Thomas Lüthi. Und der hat etwa den Besuch von seiner Freundin Lotta dargestellt, von der Tami. Das Gesicht müssen Sie sich übrigens merken. Von dieser jungen Dame wird man in Zukunft sicher noch einiges sehen, aber vor allem auch hören. Muba 98, Auftritt von der Formation Captain Club mit der Leadsängerin Tami. Musik und Schauspielerei. Tami muss auch bei Lüthi und Blanc auf keine von ihren Leidenschaften verzichten. Gerade jetzt im Moment bin ich eine singende Schauspielerin. Aber wer weiß, vielleicht werde ich auch noch eine schauspielende Sängerin, genau, in ihrer Kopfliste. Alles ist wichtiger als ich, alles andere. Der Lucky ist, ich muss dem wirklich helfen. Ja, ja. Jetzt einfach schon die 197. Ausrede. Weißt du, dass ich gegangen bin? Lotta, morgen. Ich spreche, morgen üben wir den ganzen Tag. Also, sie ist einfach, es teilt sich total eigen. Ausgeflippt, ich weiss, also. Wir werden es dann auch sehen, oder? Also total durch. Und auf der anderen Seite läuft sie also dem Thomas hinein und ist dort durch ein ziemlich so ein Mimösli eigentlich. Also Thomas, morgen. Wir üben aber wirklich. Ich muss schon sagen, dass es ja auch der Reiz ist, natürlich so eine Serie zu starten. Bin sehr, sehr froh. Also ohne Ausnahme bei der Arbeit mit den Schauspielern. Also ich muss wirklich sagen, das ist ganz toll. Alle guten Gutschen. Es kann man sehen, dass man sich nicht so ganz einig ist, wie man eine Szene auflösen oder so. Und dann, aber richtig klopfen oder so, Krach. Sorry, aber... Hä? Nein, ich habe nie gewusst. Cut! Out!
Plan, die erste Schweizer Soap-Opera. Ab morgen jeden Sonntag auf SF1. Wenn immer die